Moin Leute, ich hatte einen Motorschirmunfall, wo ich mir die Hand verletzt habe und einen Finger verloren habe. Und von diesem Motorschirmunfall möchte ich euch jetzt kurz berichten. Eigentlich hatte ich vor, so einen Flug hier zu machen. Das war der letzte Flug vor meinem Unfall, der super gut war. Es war ein wundervoller Flug. Deswegen war ich richtig heiß auf den nächsten. Sowas hatte ich eigentlich vor und 15 Minuten nach meinem Start dann war ich in diesem Rettungswagen und wurde ins Boberger Krankenhaus gebracht. Was ist passiert? Ich hatte einen Flug von meiner Startwiese, der kaum eine Minute dauerte. Hier habt ihr das auf der Wiese mal eingezeichnet. Ich habe also gestartet und in dem Moment, wo ich ca. 20 Meter Höhe erreicht hatte, passierte der Unfall und danach bin ich wieder gelandet. Was war also passiert? Ich hatte einen Beinsack montiert, das war mein dritter Flug und mit diesem hatte ich jetzt also vor, wieder zu fliegen, weil ich das bei diesen kalten Temperaturen jetzt im Winter genoss, so viel Wärmedämmung dazu zu bekommen. Meine Stimmung war sehr gut, ich war ruhig und war relativ gut konzentriert, kam gut durch meine Startvorbereitungen durch. Ich hatte bei diesem Flug keinen Funk, weil ich etwas an meinem Helm getestet habe. Und daher wechselte ich mit den Flugkollegen, die auf der Wiese waren, noch ein paar Gesten, um zu gucken, wer zuerst startete. Ich war dann dran, sodass ich also startete und das klappte super gut. Und bis dahin war auch alles super gut. Als ich dann allerdings in der Luft war und mit den Füßen den Boden verließ, merkte ich, dass mein Sitz nicht richtig ausklappte. Und dass ich mit den Händen nachhelfen muss, dass also das mit dem Popo nach hinten krabbeln nicht so richtig reicht und ich meine Hände frei kriegen muss. Also nahm ich in ungefähr 20 Meter Höhe mein Gas leicht zurück, um die Höhe jetzt nur zu halten und wollte dann meine Hände frei kriegen, gab die Steuergriffe nach oben blind weg Richtung Magnethaltposition und das klappte auch gut auf der linken Seite. Auf der rechten Seite wollte mein Griff aber irgendwie nicht zu einem Magnetclip. Ich habe das zwei, dreimal probiert. Das klappte irgendwie nicht. So, was war passiert? Ich guckte dann also hin und sah, dass das Trimmerband, was eigentlich, guckt mal auf das Bild, auf den unteren Pfeil angeklippt werden muss, das ist auch magnetisch, das war irgendwie aus irgendeinem Grund bei dem oberen angekommen, wo mein Griff jetzt hin wollte und sollte. Das ist kein Problem, normalerweise haftet er da trotzdem gut, aber aus irgendeinem Grund wollte er den Griff da jetzt in diesem Augenblick nicht haben. Nun gut, dachte ich, alles gut. Ist jetzt zwar doof, aber dann lasse ich eben halt den Griff los, vorsichtig, um mich endlich um den Sitz kümmern zu können. Und es dauerte keine 2 Sekunden später, da hörte ich rechts hinter mir irgendwie ein Raspeln und ein Schlagen. Und dann schaute ich also hoch. Und ich merkte, der Steuergriff, der hatte sich in der Zwischenzeit, in diesen 2 Sekunden, durch dieses Netz hindurch gemacht und hatte sich einmal um den Käfigrahmen herumgeschlagen. Und der Propeller ballerte da nun andauernd dran vorbei und schlug diesen Griff schleifend an. So, und in diesem Augenblick merkte ich, dass ich ein Problem habe und jetzt durchzuckten mich mehrere Gedanken gleichzeitig. Erstens, wenn jetzt der Propeller sich diesen Griff holt, dann stürze ich ab. Zweitens, hier in 20 Meter Höhe kann ich mit der Rettung nicht wirklich viel anfangen. Die brauche ich hier nicht. Die hilft mir hier nicht. Motor ausmachen kam ja auch sofort. Fand ich allerdings in dem Moment eine blöde Idee, denn ich hatte ja nur eine Bremsleine. Die andere hatte sich ja da oben rumgetüdelt. Und in 20 Meter Höhe kriege ich das vielleicht nicht rechtzeitig abgemacht. Und zweitens, da kam der innere Physiker in mir hoch, der mir sagte, du, so ein Propeller, der sich schnell dreht, der haut den Griff höchstens kaputt, aber tüdelt den nicht rein. Wenn du jetzt den Motor ausmachst, hast du zumindest eine kurze, langsam drehende Phase und da ist die Chance des Reinziehens des Bremsseils, viel, viel größer. Also entschied ich mich, hinterherzugreifen, um diesen Griff irgendwie da aus dem Weg zu kriegen, dass der Propeller den nicht kriegt. Ich erinnere mich sehr stark an den Gedanken, ich krieg den Griff, nicht du. Also griff ich durch das Netz hindurch und versuchte irgendwie diesen Griff zu fassen und merkte dann sehr schnell das Prasseln des Propellers auf meiner Hand. Und ich erinnere mich noch sehr stark an den Gedanken, dass mich das störte, weil ich dadurch den Griff nicht richtig greifen konnte. Und ich probierte das noch ein zweites Mal, das gelang mir allerdings auch nicht.
Und so entschied ich mich dann, tatsächlich die Landung einzuleiten. So habe ich den Motor ausgemacht. Da merkte ich dann, dass meine Hand sich ganz taub anfühlte. Der Steuergriff war immer noch da oben drum herum gewickelt. Ich merkte, zu mir merkte ich, das kriege ich da jetzt bis zur Landung nicht abgetüdelt. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. So entschied ich mich, so wie ich das in der Schule gelernt habe, nimm die D-Ebene. Dadurch, dass meine Hand taub war, eben halt aufgelegt. Und ich muss zugeben, das funktionierte verblüffend gut. Also es funktionierte tatsächlich gut. So, dann erinnere ich mich auch noch sehr deutlich, dass ich mich umgedreht habe und den Materialschaden dann gesehen habe. Das war nicht viel, das war der Griff und ein kleines bisschen am Käfig. Und das hat mich gestört, das hat mich geärgert. Und erst dann sah ich meine Hand an und den Schaden des Handschuhs, den ich immer noch anhatte. Und da dachte ich, huch, oh, wenn der so aussieht, dann hat meine Hand vielleicht was abgekommen. Schau dir das mal an. Und das tat ich dann. Und dann sah ich eben die Hand mit den starken Wunden offen, auch Knochenbrüche, fehlender kleiner Finger und merkte, dass ich Hilfe brauche und dass ich jetzt nicht nochmal zurückschleppen werde und nochmal starten werde, was ich eigentlich noch vorhatte. Dann fiel mir auf, noch einmal, dass ich keinen Funk hatte und konnte meine Flugkollegen nicht informieren, die in der Zwischenzeit gestartet waren. Und ich fühlte mich in diesem Moment tatsächlich allein. Und ich bemerkte, dass ich das jetzt selber schaffen muss. Einer war noch vorne am Startplatz. Den konnte ich allerdings per Rufen nicht erreichen und ohne Funk auch nicht. Die Idee, jetzt keinen Funk zu haben, fand ich ziemlich dämlich. Jetzt musste ich mich also mit einer Hand komplett freigurten und das dauerte tatsächlich ganz schön lange. So, und dann ging ich zurück, Hand hochhaltend, damit das mit dem Blut nicht so schlimm wird. Und auf halber Strecke ungefähr, 80 Meter, vielleicht 100 Meter, merkte ich, ach, das Handy ist noch im Frontcontainer drin. Ich überlegte kurz, ob ich zurückgehen soll oder ob ich weitergehe, habe mich dann aber entschieden, alles dort zu lassen und weiterzugehen und tatsächlich mich um Hilfe zu bemühen. Endlich war ich vorne angekommen. Der Fliegerkollege, der noch da war, den informierte ich und der half mir sehr souverän. Er bestellte einen Rettungstransportwagen, einen RTW, und die fragten natürlich, wo wir sind. Und da merkten wir, dass wir die Adresse der Wiese gar nicht kannten. Hätten allerdings mit Google Maps die Chance gehabt. Und außerdem die Rettungsleitstelle konnte uns orten und wusste gleich, wo wir waren. Dann war mir danach meine Frau zu kontaktieren und ja, hatte zum Glück die Handynummer im Kopf. Die Nummer wählen automatisch ging ja nicht, weil mein Handy ja im Frontcontainer noch steckte. Dann kam auch schon relativ schnell, 5 Minuten vielleicht, der Rettungstransportwagen lud mich ein und war relativ schnell fertig und wir fuhren ins Krankenhaus. Und erst dort starteten die Schmerzen. Davor war die Hand immer noch prickelnd, taub, also richtig wehgetan hat es nicht. So, was war mit der Hand passiert? Hier seht ihr das Original-Röntgenbild vor der Operation und ein Bild, was ungefähr 4 Wochen später gemacht worden ist, ein Foto. Was die Hand abbekommen hat am kleinen Finger, der war also am zweiten Glied stumpf abgetrennt von einem Propeller. Mit 500 km/h sieht das dann eben halt so abgerissen aus. Jetzt nach der OP auf das erste Glied reduziert. Der Zeigefinger hatte einen Strecksehnenabriss samt Knochen am dritten Glied. Das konnte wieder relativ gut repariert werden mit Stiften und so weiter. Die Längssehne hat, die Strecksehne hat eben auch noch einen Längsriss gehabt. Und der offene Bruch des zweiten Gliedes war dann eben halt auch noch sehr stark zu sehen. Ich kann aber sagen, es verhält bis jetzt alles sehr, sehr gut. Alles sehr, sehr gut. Alles auf einem guten Weg. So, was war jetzt nun geschehen? Woran lag es? Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und konnte auf ein paar Fliegerkollegen zurückgreifen. Dankenswerterweise haben wir uns, wie gesagt, die Mühe gemacht, das uns alles nochmal nachzustellen in einer Halle. Haben mich aufgehängt und haben alles Mögliche durchgetestet, durchgesprochen, nachgestellt, auch mit meinem Schirm und den Defekten, die da dran waren, um rauszukriegen, was wirklich geschehen war. Und kurz zusammengefasst kann ich sagen, es war natürlich eine Verkettung von Dingen. Erstens, der Sitz wollte nicht ausklappen, weil ein Beinsack, weil dieser Beinsack montiert war. Das lag aber nicht am Beinsack, sondern an mir, weil die anderen Testflüge, die ich hatte, klappte das wunderbar. Da muss ich in diesem Moment irgendwas anders gemacht haben.
Zweitens, der Magnetclip wollte nicht den Steuergriff annehmen, was auch kein Problem ist. Normalerweise tut er das, auch obwohl das Trimmerband dort oben untergebracht war. Das ist kein Problem. In diesem Moment wollte das halt irgendwie nicht. Dann hatte ich ja diese aufrechte Sitzposition. Das haben wir nachgestellt. Diese aufrechte Sitzposition gleichzeitig mit Schub hat die Distanz zwischen den Tragegurten und dem Propeller um 15 cm mindestens verkürzt, auf ungefähr 45 cm. Dann muss der Fahrtwind den Steuergriff noch mindestens 30 cm herausgezogen haben, plus die Länge des Steuergriffes selbst haben dann dazu gereicht, ihn hinten gegen den Propeller kommen und dann eben halt um den Rahmen schlagen zu lassen. Dann kam noch dazu, dass das Netz eben relativ grobmaschig ist da hinten, was mir vorher klar war, dass mir das Netz nicht viel helfen würde, falls das mal geschehen sollte. Und dann eben noch der Effekt, dass ich beim Durchgreifen den Propeller nicht sehen konnte, weil er sich ja eben halt bei Reisegas ungefähr drehte und ich den Abstand nicht genau abschätzen konnte. Hab mich halt verschätzt. So, ich habe jetzt im Nachhinein viele, viele Gespräche geführt, auch mit Herstellern und auch mit anderen Leuten, die Unfälle hatten. Und das hat zu einigen wesentlichen Erkenntnissen geführt und die wichtigsten beiden möchte ich euch allen jetzt mitgeben. Erstens, ich hätte natürlich den Steuergriff nicht loslassen dürfen. Die Magnetclips, die an diesen Schirmen angebaut worden sind, sind tatsächlich eine Maßnahme von relativ vielen Unfällen dieser Art in der Vergangenheit. Früher hatten Schirme diese Magnetclips nicht, insbesondere die Leute, die mit Bergschirmen geflogen sind. Und es gab tatsächlich einige Verletzungen dieser Art und auch Abstürze dieser Art. Und deswegen wurden die Magnetclips eingeführt. So, ich hätte mich einfach schlichtweg nicht davon abhalten lassen dürfen, dass der Magnetclip aus irgendeinem Grund den Griff nicht nimmt. Das hätte ich checken müssen. So, und das richtige Verhalten wäre halt gewesen, darauf bestehen, zur Not den Platz freimachen und den Griff in den Magnetclip zurückgeben, dann erst loslassen oder eben, wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, Startabbruch, Punkt. Runter, landen und von vorne anfangen und das Problem beheben. So, das Zweite ist natürlich auch klar, ich hätte nicht durch das Netz greifen dürfen. Wer auf der Rückseite des Netzes ist, weiß, dass er dann ordentlich einen auf die Finger kriegen kann. Also entweder, also was heißt nicht durchgreifen, sondern eben einfach den Motor ausmachen und nicht so viel Befürchtung haben, was schiefgehen kann. Und die Landung auf der D-Ebene halt einfach riskieren. Und wie gesagt, das funktionierte relativ gut. Das waren meine wesentlichen Hauptfehler und hier nochmal die beiden Messages für euch, die für euch als Rückenmotorschirmflieger besonders wichtig sein können. Die Magnetclips sind keine Komfortfunktion. Ich hatte immer so ein bisschen gedacht, die sind dazu da, dass das Flattern des Griffs neben einem vielleicht nervig sein könnte und dann klickt man die halt in die Magnetclips rein, damit das aufhört. Das ist natürlich auch ein Grund, sie da rein zu tun, aber der Grund ist tatsächlich ein anderer. Die Clips sind eingeführt, um diesen Unfall zu vermeiden, den ich hatte. Also ist es eine MUX-Funktion. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr habt entweder die Steuergriffe in der Hand oder ihr sind da oben in der Parkposition drin. Punkt. Was anderes gibt es nicht. Und das ist für mich eine extrem einfach zu berücksichtigende Haltung. Und das werde ich in Zukunft genauso berücksichtigen. So, und das zweite Ding ist, es war eben halt eine Verkettung von Dingen. Davon habe ich häufig gehört. Es ist meistens nicht die eine Sache, die dazu führt, dass man abstürzt oder ein Problem hat. Und vielleicht kriegt ihr das ja hin. Seid mal wachsam für eine Verkettung. Es kommt das erste Problem, das wollt ihr beheben. Dann tut sich ein zweites Problem dazu. So. Und wenn das passiert, es startet diese Verkettung, brecht ab. Wenn das beim Start ist, brecht ab, landen. Weil wenn die dritte dazu kommt und vielleicht noch die vierte, so wie bei mir, dann kommt es halt zu Unfällen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall allseits gute Flüge und gute Happy Landings sozusagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt alle heile. Vielleicht sehen wir uns ja bald da oben. Bis dann und tschüss.